Ich denke, im Leben eines Mannes oder einer Frau sind Kinder das Wertvollste, was man haben kann, was man besitzen kann, wenn man von Besitz spricht. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, in einem Land aufzuwachsen oder in einem Land zu leben und sein Kind aufwachsen zu sehen in Frieden, und das Kind kann sich frei entwickeln, es hat Perspektiven, es kann seinen Charakter ausprägen, und dann ist man glücklich. Traumatisierte Kinder, die sowas Schreckliches erleben mussten, das will keine Mutter, kein Vater sehen. Worst humanitarian crisis of our time. Hundreds of thousands of people are on the point of starvation, and that will force the international community. Kinder, die das nicht können, die in Gebieten leben, in denen Konflikte herrschen, Kriege herrschen, die haben diese Möglichkeit nicht. Und diesen Kindern eine Perspektive zu ermöglichen über Save the Children, über Projekte, über Spenden, ist mir ein Anliegen. Weihnachten ist eine Zeit des Zusammenkommens, Familienfrieden nach dem großen Familienkrieg, der Weihnachtsvorbereitung. Allerdings auch ein sich bewusst werden, wie gut es wir hier haben. Also wenn man einen Weihnachtsbaum hat, wenn man einen geschmückten Baum hat, wenn man Geschenke hat, wenn man eine Gans hat, wenn man schöne Weihnachtsfeiertage mit Lebkuchen verbringen kann, mit Orangen. Und dass man dann in diesen Tagen merkt, es ist eben nicht selbstverständlich. Es gibt andere Gebiete. Deshalb ist es auch für uns selbstverständlich, eine Weihnachtszeit zu spenden. Ja, es ist im Sperrkalender drin. Und ich hoffe, ich werde mit vielen, vielen anderen diesen Schal dort tragen und ein Zeichen setzen. Es wird dann ein riesen Wollknäuel sein. Aber naja, klar, vielleicht können wir den zusammenbinden und vielleicht können wir dann mal, ja, ein paar Strecken zurücklegen, wie so eine Kette irgendwie. So stelle ich mir es zumindest vor. Und ich mir vorstelle, mehrere hundert oder vielleicht tausend haben diesen Schal und man bindet ihn zusammen und setzt irgendwie ein Zeichen. Weil es ein schönes Zeichen einfach. Das ist wirklich ein toller Schal, der ist warm, und dieses Geld kommt den Kindern zugute.